YouTube-Zeichen! Zweite Runde gegen den Skorpion ist damit eröffnet. Ich glaube, jetzt gleich speichere ich, wenn ich den Skorpion kaputt habe. Das wäre gar nicht so gänzlich dumm, glaube ich. Ich muss einmal hier umschalten. So, jetzt sehe ich auch wieder was. Perfekt. Perfekt. Reise eine Reise. Wir reisen eine Reise. Und zwar wieder zum Diner. Ist das Ding hier echt noch live? Ja! Menzeges, das ist hier noch live, nicht aus der Dose. Das ist auch ein Trend, den ich nicht verstehe. Ich glaube, jetzt die Bohnen haben damit angefangen mit irgendwie zwar ein Livestream, der livestreamt mit Aufzeichnung und Gronkh macht das jetzt mit Gronkh TV auch. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also, keine Ahnung. Kann ich auch YouTube gucken. Naja, egal. Jeder wie er will und mag und meint. Genau, Medias, so geht mir das auch. So geht mir das auch. So, Hund. Geh mal da rein. Hund hat gepupst. Dem passiert glücklicherweise nichts. Warte mal. Was? Wie, was? Wo? Am Po. Ich... Was hat das für eine Radius? Drei Welten? Alles auf der Milchstraße wird weggesprengt? Ich meine, schneller kann ich ja nicht weg. Das Spiel ist da kaputt an der Stelle. Alter, was ist denn das für eine Mine? Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht klar. Wir reisen eine Reise. Willkommen zurück aus der Werbung. Ihr habt nichts verpasst. Ich werde das toll schneiden. Dann sieht das toll aus. Natürlich nicht. Ja, ich bin selbst ein Nachtmensch, wenn Sie guess. Darum, meine normale Gamezeit war immer zwischen 22, 23 und bis 5, 6 Uhr morgens. Ich glaube, wenn man in meine Trophy-Liste guckt, wird man das sehr schnell feststellen. Und natürlich streame ich auch zu den Zeiten. Das heißt, irgendwie um 12 Uhr Mittag streamen oder um 14 Uhr, das ist nicht meine Spielzeit. Was? Ein Radius von... Das ist auch ein Spoiler-Spike. Von bis zu 70 Metern. Willst du mich verarschen? Wie soll ich die denn entschärfen? Ich sehe die ja noch nicht mal. Ach doch, sehe ich doch. Ah. Kann ich die entschärfen? Wenn ich jetzt nochmal sterbe, das ist dann allerdings ein Testversuch. Großartig. Ja gut, wenn man weiß, dass sie da ist, kann man sie entschärfen. Da hat aber wieder den... Alles gut. Lebensgefährlich hier. Hallo raus. Wäre jetzt hier noch nö. Wobei, kann ich euch als Tipp geben, was ich mir echt angewöhnen muss, was sie super mächtig ist, einfach immer einmal kurz, zumindest hier auf der PS4-Version, L1 drücken, um zu gucken, ob was im Watz-Modus erscheint. Weil da ist die Mine aufgetaucht, dann kannst du es vorher sehen und du stirbst nicht dumm. Also ich weiß nicht, ob das die Pro-Gamer der Fallout-Szene machen. Das scheint mir sehr viabel zu sein, da einfach immer L1 zu drücken, um zu gucken, ob da Gefahren sind. Da sieht man das halt nämlich und rennt nicht halt rein. Dann siehst du halt die Gegner, pipapops. Im Wetz kann man Minen anvisieren. Ja, ging. Dadurch habe ich die ja gesehen, Existina. Sonst hätte ich die nicht gesehen. Sonst hätte ich die nicht gesehen. Aber hier ist auch anscheinend sonst nichts. Wobei, das wäre doch schon mal der coole Ort für den
Da oben ist eine riesen Satellitenschüssel. Warum nehme ich nicht die? Warum muss ich hier so ein kleines Moped aufbauen? Naja, egal. Wir gucken mal hoch. Sowas mache ich auch immer. Ja, das habe ich bis jetzt nämlich nicht gemacht. Werde ich mir jetzt mal angewöhnen, einfach mal immer die Taste immer zu drücken. Was? 10mm Pistole? Ja, nehme ich mal mit. Kann man verwerten. Messinglaterne. Messing klingt wichtig, nehme ich mit. Strohkissen. Klebeband und Schere. Haarklammern, das nehme ich auch noch mit. Komme ich hier oben nicht weiter hoch? Ich glaube, die Antwort ist nein. Doch, da. Nee. Nicht wirklich. Naja, dann bauen wir das da oben auf. So, pass up. Nee, hier wollte ich das nicht bauen. Ich wollte das hier bauen. Nein, da wollte ich auch nicht bauen. Ich wollte das hier bauen. So, hier sieht gut aus. Wuppen wir mal hier. Wuppen und wuppeln. Energie. Ja, nein. Na, ja, mach dahin, ist mir auch egal. Benötigt einen Strom. So, das heißt, nein, was? Bierflasche in der Werkstatt einlagern? Nein. Gib weg. Wir brauchen Strom. So viel steht fest. Geh nicht in den B von 4chan. Was ist ein B von 4chan? Ich habe keine Ahnung, was das ist, Menziges. Also ich habe mich, wie gesagt, klar, Spoiler bleiben nicht aus. Habe halt ein bisschen bei Funk mal reingeguckt. Ich schaue bei Matze, also bei Beatnex und bei Spike. Aber es sollen halt nicht so brutale Spoiler sein. Nur so ein kleiner Generator reicht ja, wa? Da fehlen mehr Aluminium. Achso. Wo hat das Ding denn oben? Da. Bauen wir hier dran. Geht das? Wird schon passen, oder? Na, wahrscheinlich brauche ich das Ding jetzt so dumm. Hab's geahnt. So. Oha. Bin runtergefallen. Abgeschlossen. Bau und aktiviere. Sprich mit Preston. Ja, anscheinend. Kontrollieren wir nochmal. Da müsste jetzt ja dementsprechend ein grünes Lämpchen leuchten. Das haben wir ja gerade gelernt. Ja, passt. Aktiviert. Hurra, können wir uns hier nochmal umschauen, bevor wir zurückreisen, denn jetzt ist ja unser Inventar noch überhaupt nicht voll. Was ich vermuten kann, nicht antworten, das wäre ein Spoiler, das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe in den Skills gelesen, man kann zwischen Außenposten Handelsrouten etablieren mit einem Skill. Ich vermute einfach mal, da jetzt ja hier, wenn ich hier das ganze Ding loote, das hier in das Inventar von diesem Diner geht und nicht in mein Sanctuary-Inventar, dass ich Handelsrouten zwischen Diner und Sanctuary machen kann. Also sprich, das, was ich hier loote und ein Lager nach Sanctuary holen kann. Dementsprechend ich nicht jedes Mal komplett zurückreisen muss, sondern hier alles ablagern kann und das automatisch dann irgendwann nach Sanctuary kommt, wenn ich es brauche. So eine Vermutung, wenn ich diese Handelsrouten etablieren kann. Da sind wir aber noch nicht. Und wie gesagt, das müsst ihr nicht beantworten, bitte. Das wäre ein Spoiler. Ich hoffe, dass es so ist. Das ist halt so eine Idee für ein Feature. Bin ich gespannt, ob es so ist. Da hinten sind irgendwelche Tierchen. Orte im Internet, die ich nicht kennen will. Okay. Sagt mir halt gar nichts, ehrlich gesagt. Das Einzige, wo ich halt immer lese, ist halt, ich bin viel im Reddit, aber nicht tatsächlich jetzt im Fallout-Reddit, sondern im Games-Reddit. Klar, da sind halt eben auch ein paar Threads über Frame-Drops drin und hast du nicht gesehen.
Achso. Schon mal ein bisschen Fleisch. Aber so geil ist das Gewehr doch nicht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, das macht mehr Bums. Das ist halt einfach nur Reichweitenbums. Nicht, Kurzdistanz. Also, ne? Kann sich halt quasi snipern, aber so richtig geil ist es nicht. Rad hier, Schko, ja, komm mal her. Das macht schon mehr Bums. Oh, hier ist eine ganze Herde. Ganze Herde. Oh, ist ein Brahmi. Hätte ich das eigentlich mitnehmen können? Boah, wie viel hält denn das aus? Gepanzertes Schwein. Nein. Ich hätte es eigentlich gar nicht angreifen sollen. What? Ist ja unglaublich. Ah, ist zu weit. Warte auf mich. Lauf doch nicht weg. Es hat einen gepanzerten Arsch. Ups. Ups. Ist das hier nur mit? So ein Koffer, da will ich auch nochmal reingucken. Koffern. Haarklammern. Pilze. Ich bräuchte mal irgendwo einen Anlaufspunkt. Ich würde gerne mal nochmal gucken, was hier so ist. Erstmal den Punkt will ich entfernen. Weil hier oben waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir gehen mal nach da. Dass wir uns mal so in die grobe Richtung halten. Um zu gucken, was da noch so abgeht. Eventuell ist da ja auch noch ein Dörfchen. Kann man die eigentlich immer noch schubsen? Kühe schubsen? Ich habe keine Ahnung. Geht das? Weiß nicht, wie man die schubsen kann. Da ist auch was. Das ist so ein... Eine Zugstation ist das, ne? So eine Train Station. Das ist ein Ghoul. Bedford Station. Sein. Wir haben auf jeden Fall einen Ort entdeckt. Das ist schon mal gut. Naja, sind überall Ghule. Hier drüben ist auch noch einer. Da sehe ich schon die Füßchen. Nicht geil. Die andere war besser. Strahlen mich die. Was ist ein R&R? Ja, das ist geiler. Alter, die Sounds. Commonwealth Burger. Level up. Level 10. Oh, nehme ich mit. Wilder Ghoul. Machen wir den erstmal platt. Nee, komm, Level beim ersten Level. Und hier sind wir bei der Railroad Bedford Station, oder wie es heißt. Ja gut, Level up. Packen wir jetzt erstmal hier rein. Action Girl.
25% schneller. Action Points. Passt. Und da ist ja gute Geschichte. Benrex, sei gegrüßt. Ist das so ein Running Gag mit den Kühlschubsen wie das Kuh-Level in Blizzard spielen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich halt leider in Fallout nicht aus. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist ganz kacke. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe keine 308er Munition mehr. Das ist nicht geil. Ungeil. Die machen auch richtig viel radioaktiven Bumschaden. Ach, richtig kacke mit denen. Ja, man kann Bramin schubsen. Eieiei. When the man comes around. Wir hatten schon lange keinen Doppel-XP-Proc mehr, ne? So, haben wir jetzt hier alles befriedet. Bleib liegen. Furchtbar hier mit den Ghoulen. Da ist noch einer. Das ist ja wie in The Walking Dead. Komm ich denn da hoch? So. Nachladen. Ihr und eure Kühe schubsen. Alter Schwede. Euch möchte ich auch nicht im Dunkeln begegnen. Ihr schubst dann wahrscheinlich Streamer um. So auf der Gamescom. Flup. Irgendwelche Granaten? Nein. Schon mal positiv. Laderampenterminal. Kann man hier was aufmachen? Machtbestimmung. Das ist nicht ganz so spannend. Landesverzeichnis. Was gibt's hier? Bohrteile, Großkisten, Stahlbeton, Stahldraht, diverses. Granit. Stromkabel. Hm, auch nicht so spannend. Achso, hier wäre die Tür gewesen. A-Klammern kann ich immer gebrauchen, die mache ich immer kaputt. Weil ich zu dumm zum Schloss knacken bin. Sorry an der Stelle. Ach, manchmal bin ich echt so nur Rumpelrübel. Und dann würde ich sagen, müssen wir weiter in die Richtung gehen. Lusti, sei gegrüßt. Oder Lasti, je nachdem wie man es ausspricht. Halt noch ein Ort ist. Frage mich, ob wir hier schon mal waren. Kann ich auch nicht aufmachen. So, hier sind wir. Da ist noch eine Hütte. Gucken wir uns die nochmal an. Nix im Watz. Aber gut.
liegt auf jeden Fall schon mal der Arm, oder? Hier ist ein Baumstamm. Munition ist gut. Ich höre was. Bleib Fliege. Also ich muss sagen, ich merke jetzt aber ehrlich gesagt nicht von der reinen Zeit, dass 25% sich merkbar in den Aktionspunkten auswirken. Also es kommt mir nicht wesentlich schneller vor. Ich hatte jetzt ja gerade diesen 25% schnellere AP-Punkte-Erholung geskillt. Ich merke da jetzt nicht viel von, muss ich sagen. Also ich hätte gedacht, man sieht tatsächlich, dass das Ding schneller auflädt, der Balken. Aber nein, das sieht für mich identisch aus. Ich werde es mir nochmal im Stream angucken, also in der Aufzeichnung. Ist heute der dritte Stream, Lasti. Der dritte Stream. Wir sind gerade Level 10 geworden. 4, 8, um die 10, 12 Stunden. Wie gesagt, beim Stream guckst du ja immer mal auf den Chat, machst eine Pause zwischen. Von daher kann ich halt nicht die exakte Zeit sagen. Ja gut, hier ist nichts mehr. Ist die Frage, ob da war der See, ne? Wir könnten eventuell nochmal dahin gucken. Ah, da oben hatten wir uns noch nicht umgesehen. Wie gesagt, was hier ist, wissen wir noch nicht. Hier oben hatten wir uns ja recht gut umgesehen. Das heißt, eventuell auch nochmal dann südwestlich von dem Ding. Hier in der Richtung. Ja gut, und ab hier waren wir nicht mehr. Hier vom Diner hätten wir auch hier nochmal runtergehen können. Und hier sind wir einfach straight runtergegangen. Ja, dann bist du schon ein ganzes Stückchen weiter, denke ich mal. Und Nightwalker kommt gut ins Bett. Und Spike natürlich auch. So, gehen wir nochmal da hingucken. Ja, spätestens morgen 18 Uhr, denke ich mal, Spike, bin ich wieder bei dir. Gucken, wie er weiterspielt. Er spielt das auch, irgendwie spielt es ja jeder, ganz Twitch spielt es im Moment. Verständlich, ist ja auch irgendwie ein geiles Game. Hätte ich nicht gedacht. Also ich war ja am Anfang eher skeptisch, ist mein erstes Fallout. Und die jetzt eventuell erst einschalten. Und, war mir nie so ganz sicher, weil ich hatte mal New Vegas angespielt, das hat mir nicht gefallen. Aber ich muss sagen, das hier gefällt mir. Und was ist das hier? Sieht aus wie ein Steinlager. Es ist ein Steinlager. Dickichtausgrabung. Der scheint freundlich vielleicht zu sein. Den knall ich nicht direkt mal ab. Der hat vielleicht eine Quest. Sonst hier noch irgendwas? Ne, nur ein Sully. Sully Mathis. Nicht eine Atombombe? Ach ne, das ist das Auto. Ich dachte, die Rückleuchte. Ich dachte, es wäre eine Mini-Atombombe, hier das Ding. Hier, das hier. Naja, egal. Sully, so, wo bist du? Da. Reden wir doch mal mit dir. Du hast auf jeden Fall hier schon Strom. Hallo. Hey. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Ja. Hilfe wobei? Hilfe? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Ich helfe. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasen Ausschau, um sie zu finden. Ach du Kacke. Ich will nicht. Das gibt doch schon wieder Chaos, wenn ich tauchen soll. Yeah.
So, dann erstmal hier wieder einen Proc. Wunderbar, nehme ich mit. Tauchen. Da bin ich ja so verflucht gut drin. Noch nie gemacht hier in dem Spiel. Könnte lustig werden. Ich bin auf Stufe 35, alter Schwede. Ihr suchtet ja alle noch mehr als ich. Natürlich, wie gesagt, klar. Ich spiele ja nur im Stream. Wenn man halt privat noch tagsüber spielt. Wo soll das denn sein? Markieren wir mal die Quest. Beziehungsweise, ach, da unten wahrscheinlich, wa? Ach, je, oh je. Wahrscheinlich kriege ich da auch noch radioaktiven Schaden im Wasser, wa? Ja, wie gesagt, Medias, also gerade weil ich jetzt von dem Spiel echt geflasht bin, eventuell nochmal dann Fallout 3 und New Vegas angucken. Ganz zurück und 1 und 2, die habe ich bei Funk gesehen. Hat ja nicht mehr viel mit dem heutigen Prinzip zu tun. Zumindest das, was ich bei Funk gesehen habe, deswegen muss das nicht unbedingt sein. Ich speichere mal ganz kurz, einmal richtig jetzt auch. Hatten wir heute noch gar nicht gemacht. Und dann mal gucken, ob wir die Quest erledigen können. Ich weiß, ich werde verstrahlt werden. Egal, dann nehme ich irgendwann danach ein Right Away. Hoffentlich einfach nur überleben. So. Da hinten muss ich hin. Und dann muss ich wahrscheinlich da hinten hin. Ich habe keine Ahnung. Wie funktioniert denn bitte? Achso, ich muss hier erstmal rüber, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich schwimme. Wahrscheinlich so. Also einfach in die Richtung. Okay. Da hinten. Ja, es geht. Es macht jetzt nicht so viel. Ich hätte gedacht, ja, die Leiste tickt brutal runter. Aber das geht noch. Ich hätte jetzt gedacht, es ist schlimmer. Man sieht halt nicht so viel. Ich glaube, darum geht es ja aber auch, das irgendwie erstmal trocken zu legen. So, wo ist denn das Rohr? Wo war das denn? War das nicht hier? Ah. Da. Na, fertig. Mach zu. Perfekt. So, wo ist noch was, was blubbert? Ich sehe nichts, was blubbert. Das ist schon mal nicht geil. Da, da. Sehe es. Hubs, 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 Hubs. Perfekt. Go, 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 raus hier. So, dann muss ich einmal so einen Red Away nehmen. Inventar. Das habe ich nämlich gar nicht auf dem Quickslot. Brauchten wir bis jetzt noch nicht. Klar, du hättest natürlich auch vorher was gegen Resistenzen nehmen können, aber hab ja 14 von den Mopeds. Machen wir einen fertig. So. Noch ein. Damit kann ich leben, oder? Nehmen wir hier noch so eine Köterkeule. Alles gut. Weiter geht's. Schau mal.
Exile, grüß Sie. Lese ich gerade zum ersten Mal. Ja, sind wir jetzt zufällig drüber gestolpert. Nachdem wir heute ganz woanders eigentlich waren, sind wir jetzt zufällig hier gelandet. Da ist der Gute. Das zählt nicht als Clown, das finde ich sehr verwunderlich. Es muss doch eine Möglichkeit... Ah, da ist es. Hallo. 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 Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Und dann kriege ich eine gewischt und bin tot, oder was? Ich speichere mal ganz kurz. Was war? Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Legendär! Ich treffe nichts. Legendärer Gegner ist mutiert. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich. Dass ich gespeichert habe. Was? Was war das? Ja, das hätte ich gerne. Das Gleisgewehr ist eine seltene selbstgemachte Waffe, die Geist was, was, war, ja. Super. Gar nicht unfair. Okay, wo kämpfe ich denn? Ist doch eine Möglichkeit. Ah, da ist es. So. Hallo. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Ja, aber Tevok, ich bin doch gerade völlig feucht und nass aus dem See. Kennt doch jedes Kind, du bist nass, kommst aus der Wanne. Da sagt dir bestimmt nicht dein Papi, drück mal den Knopf jetzt von 3000 Gigawatt. Da hält man sich fern, wenn man nass ist. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Hast du das gehört? Was? Legen wir los. Will ich auf diese scheiß Schachtel da hinten schießen? Der erste ist weg. Immerhin. Können wir uns den anderen widmen. Nein! Ich will das da abschießen. Egal. Ist hier noch einer? Warum war der gerade Legendary und jetzt nicht? Hört mal nach. Ja, da will ich nicht schießen. Komm schon, komm schon, komm schon. Da hin! Das war einfach die Frage. Nachladen und bumm. Aber es war jetzt nicht mehr Legendary dabei. Also sprich, das ist wohl anscheinend dann auch Zufall. Aber jetzt war kein Legendary mehr dabei. Den Fluss hierher umleite. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Und XP Proc, hurra. ...636 XP. Einfach mal die XP verdoppelt, ey. Verdreifacht, Entschuldigung. Oh Mann. Sehr gut. Ich hoffe, die patchen es wieder so, dass man den Wetz... Ja, da kann ich nichts zu sagen. Kann man ohne Spoiler erklären, was da anders war?
Weil ich kenne ihn ja jetzt nur hier raus. Der braucht da schon Int. Ja, mal reden. Was ist das hier? Drück mal drauf. Komme ich jetzt noch wahrscheinlich noch mehr Mutanten. In Vordertreibe passierte das Spiel bei Watz. Ah. Ja, aber realistischer ist es ja, dass es weiterläuft, oder? Also ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht störend. Klar, du musst dich gut positionieren. Und was habe ich denn jetzt hier gedrückt? Von daher, ich finde es jetzt nicht super störend. So eine komplette Zeitlupe ist halt ziemlich krass. So, aber was bringt uns das Gebiet, also außer, dass es da ist? Ich meine, vielleicht später nochmal wiederkommen, dass er es wirklich hier abpumpt. Ich meine, wir könnten rüberschwimmen und hier hoch. Das hätte ich vielleicht eher machen sollen, bevor ich mich geheilt habe, ich Arsch. Und da mal gucken, was hier ist. Es geht ja hier anscheinend hoch bis oben. Weiß es nicht. Aber da komme ich auch nicht anderweitig hin, ne? Ja gut, da zur Steuerung am PC kann ich nichts sagen. Ich persönlich finde viele Steuerungen am PC mies, wenn ich keinen Controller anschließen würde. Also Dark Souls ohne Controller am PC, wenn du nicht gerade Auto-Hotkey oder so benutzt, kannst du es halt nicht spielen, da kriegst du die Krise. Und deswegen, ich bin halt ein absoluter Controller-Boy, wenn du so willst. Also ich kann ohne Controller nicht spielen. Außer sowas wie Adventures, MMOs oder MOBAs. Klar, das musst du halt mit Tastatur und Maus spielen, aber davon ab würde ich alles mit Controller spielen. Ich glaube, wenn es HOTS mit Controller geben würde, würde ich auch HOTS mit Controller spielen. Gut. Achso, dass es cool aussieht, meinst du? Ich finde es mega. Ja, cool aussehen tut es, klar. Das hat was, auf jeden Fall. Jetzt hier gerade dieser Ort. Aber er bringt halt jetzt, außer diese eine Quest anscheinend, nicht viel. Ich hätte jetzt gedacht, weiß ich nicht, wir können hier ein Granitlager aufmachen und dann haben wir dafür Granitboden lebenslang kostenlos. Für unseren Traumpalast. Aber nee, hier ist halt tatsächlich an Loot überhaupt nichts drin. Oder unter Wasser. Dass er tauchen muss, aber gerade bei Nachttauchen, da siehst du ja noch weniger. Das heißt, da müssten wir vielleicht nochmal tagsüber wiederkommen. So, wo sind wir jetzt hier? Ich wollte nach hier. Wobei, das ist schon fast die Rückseite von unserem See. Dann kommen wir hier rum, ne? Ja. Wie gesagt, hier müssten wir uns eventuell später nochmal umgucken, beziehungsweise bei Tag, weil jetzt ist es für den See eh zu dunkel. Ich glaube, das ist schon unsere Siedlung, oder? Nee, da ist ein Ghoul. Oder? Was war das denn? Was ist denn hier? Wilder Ghoul. Oh oh. Ausgeholt. Haarklammer, süß, Entdecker, Outfit. Unterhemd und Jeans. Ja, nimm mir mal mit, das sah ganz witzig aus. Klingenkorn.
Nein. Nein. Schon wieder verdrückt. Verdrückt. Entschuldigung. Wem würde ich denn hier was klauen? Das ist mal eine interessante Frage. Dass das hier als Diebstahl zählt. Ich höre hier noch Stiel. Gut, da kann ich halt nicht sagen, weil ich halt wirklich First-Timer bin in Fallout. Deswegen kann ich nicht sagen, ich vermisse das alte Watz, weil das kenne ich halt gar nicht. Das ist für mich mein erstes Watz und so wie es ist, finde ich es nicht schlecht. Rad, hier Schleder-Outfit. Spachtel. Sind doch hier Mobs tot. Ich drücke immer Kreis zum Rausgehen aus diesem dummen Menü. Sorry, weil für mich Kreis ist immer Abbrechen und dann komme ich jedes Mal in diesen Pip-Boy. Sorry. Eieiei, mein Gehirn. Ich glaube, es kommt auf die Skillung an, die du skillst. Ob du mit oder ohne was spielen kannst. Gerade meine Skillung, weil ich diese Glücksklamotten habe mit When the Man Comes Around, nachher Schadensreflekt, Pieper Pops was triggern kann, baut halt auf diesen Watz-Modus. Ich glaube, du kannst auch eine Skillung wählen mit, ich nenne es mal, Sustained Damage ohne Watz. Ich glaube, das geht schon. Das ist ein bisschen abhängig, wie du skillst, würde ich jetzt behaupten, so wie ich den Skillbaum gesehen habe. Sage ich jetzt so als Neuling, der nur den Baum gesehen hat. Welche Stadt ist das denn hier überhaupt? Ist das schon der Außenbereich von Concord? Da wird ja wohl, ne? Ja, da hinten ist die Kirche. Also das wird Concord sein. Ja, eben. Also das Watz hilft mir halt gerade als Ego-Shooter-Kacknoob halt was zu treffen. Plus, dass da eben halt eine ganze Menge jetzt, weil ich in Glück geskillt habe, procken kann. Und das werden wir halt auch noch weiter ausbauen. Und wer sich fragt, wo ich hingehe, ich habe keine Ahnung. Ich will einfach nur mal gucken, ob da noch was ist. Da können wir die Quest nachher gleich noch abgeben. Was? Ach, Hundi, du bist es. Wo sind hier noch welche? When the man comes around. Zwar unnütz bei dem jetzt, aber egal. Lustig ist trotzdem. Ach, das ist noch so eine Ratte. Noch eine. Ist hier Ratten City oder was? Eieiei, RVOGs. Ratten von außergewöhnlicher Größe. Machen wir nach. Sonst geht auch so langsam ein Schrot aus. Auch nicht so geil. Wie waren das denn jetzt? Viele.
Patrone, Stimpack. Und Müll. Wollen wir nicht. Geh weg. Ich habe noch nicht ihre falsche Taste gedrückt. Ich bin ein bisschen begeistert. So, wo sind die anderen Räder? Mopeds. Was haben die hier überhaupt gemacht? Brahmin gegessen. Genau, es lässt gegen das halbe Ödland. Und ich finde wieder mein Loot nicht. Das finde ich ist das Einzige, was halt ein bisschen dumm ist, dass sie dir das nicht markieren, wo die toten Gegner sind, weil du erkennst sie halt super schlecht. Die Spielwelt ist dafür schon zu detailliert, als dass du die halt hier jetzt rumliegen siehst. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, Mann. Das heißt, ich habe jetzt 3-4 Leute gekillt, die liegen irgendwo tot in der Gegend und ich kann sie nicht looten. Jetzt habe ich mich wieder verdrückt. RVAGs, Ratten von außergewöhnlicher Größe. Die Braut des Prinzen, The Princess Bride. Ziemlich geiler Film, Tavok, falls du den nicht kennst. Angucken. Unvorstellbar, dass du den nicht kennst. Totenkopfhalstuch. Hundi. Hundi. Hey. Wir müssen mal ganz kurz. So, jetzt hat Hundi ein Totenkopfhalstuch. Wer sich an sowas erfreuen kann, muss ein Spielkind sein. Tut mir leid. Ja, aber die waren schon ziemlich nah an unserem Dorf. Und ich wollte... Wo wollte ich denn überhaupt hin? Da wollte ich hin. Das heißt, hier ist tatsächlich nur dieses Camp noch gewesen. Und das zählt halt als gar nichts. Da ist schon wieder der See. Und hier ist nichts. Das heißt, wir können jetzt eigentlich zurückgehen. Quest abgeben. Taschen ausmisten. Das hier? Kronkorken. Nimm ihn mit. Achso, hier war mal ein Haus. Weggefetzt. Ja, aber hier ist auch sonst, glaube ich, jetzt nichts mehr. Ich glaube, da ist unsere Stadt, ne? Oder nee, Quatsch, da ist Concord. Komm, ich porte. Ja, ist doch noch ein ganz schönes Stückchen. So, dann gehen wir mal hier nach Sanctuary. Ja, es kommt drauf an, Tabok. Was am Anfang meistens oder oft groß aussieht, kann auch sehr schnell nachher irgendwann vorbei sein. Also das kann alles sein. Also wenn es so weitergeht wie bis jetzt, dass wir lange dran Spaß haben, kann es super lange weitergehen. Ich habe auch die Befürchtung, dass es hinten raus vielleicht ein bisschen schneller geht, weil wenn du jetzt überlegst, auf der Karte, wir haben die Karte, wir sind schon, wenn du so willst, über die Hälfte, also quasi die ein Viertel erkundet. Wenn ihr die Karte quasi entviertelt, ja gut, vielleicht nicht ganz, oder? Ja, doch, wenn das der Bereich ist, haben wir mehr oder minder ein Viertel erkundet. Ja gut, nicht ganz. Ein Fünftel. Vielleicht. Ein Achtel? Mal gucken. Bin gespannt. So, wir geben die Quest ab. In Diamond City war ich auch noch nicht. Da müssen wir auch noch hin. Da waren wir noch nicht. Ich freue mich, Medias, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich meine, man merkt es, glaube ich, auch so oft, wie ich jetzt streame gestern am streamfreien Tag. Überziehen locker mal eben eine Stunde, dass ich halt eben spielen will, weil es einfach Spaß macht. Ich bin immer froh, wenn ich sehe, wie die Sonne wieder aufgeht. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast.
und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es hier auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Oberland Station. Ja, machen wir. Hat sich hier was geändert? Essen 8, Leute 6. Ja, wir brauchen mehr Betten. Es ist einer dazugekommen. Geil. Verwerten. Perfekt. Weil immer wenn ich hier lang gehe, mache ich mal so ein bisschen Aufräum-Action. Das heißt, wir müssen noch ein Bett bauen. Das machen wir auch gleich. Das machen wir auch gleich. Geschwind. Ja klar, die Innenräume und Dächer werden ja nicht angezeigt. Klar, es kann natürlich sehr viel noch instanziert sein. Du kannst riesige Gebiete halt wie diese Fabrik halt haben, die instanziert sind. Da ist halt quasi, auf der Minimap ist es halt ein kleiner Klecks für den Eingang und der Rest ist halt quasi drin. So, Betten, Strukturen, Möbel. Abbrechen. Moment, ich will das mal draußen aus. Das ist das Einzige, was ein bisschen dumm ist. Möbel, Betten. Kosten alle dasselbe, oder? Kosten alle dasselbe. Bleiben wir mal erstmal hier bei den Betten. Betten kriegen wir denn da hin? Ja komm, übertreiben wir nicht. Machen wir hier einfach nur ein Bett rein. Passt schon. So. Ne, das ist ja echt zu viel. 6 Leute? 6 Zimmer? Klar, also ich glaube Jugendherberge 6 Zimmer. 6 Männerzimmer oder 6 Leutezimmer ist okay. Kann man mitleben. Und dann müssen wir das nächste Mal auch ein bisschen hier oben weiterbauen. Also hier erstmal auch Wände hochziehen. Und eventuell noch eine Ebene. Ich weiß gar nicht, wie hoch man bauen kann. Nicht spoilern. Das testen wir nächste Mal. Dann machen wir halt noch eine Ebene. Bauen wir direkt hier wieder eine Treppe hin. Wobei, das könnten wir schon mal ausprobieren, ob das geht. Einmal raus. Einmal Strukturen. Einmal Strukturholz. Einmal... Ne, das war hier, ne? Bei Bodenplatten. Und da war es hier. Strukturen, Böden. Ja, geht. Perfekt, warte. Dann machen wir mal Folgendes. Das nochmal weg. Wir wollen hier hin. Das sage ich lagern. Guck. So, bauen hier das und machen so. Nein, machen natürlich andersrum. So rum. Und direkt Brock. Wunderbar. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal für die nächste Ebene vorgesorgt. Und können den Rest morgen drumrum bauen. Eieiei. So, Essen 8, Wasser 10, Leute 6. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch mehr Schutz. Na, das machen wir aber nächstes Mal. Ich leere jetzt nochmal die Taschen aus. Was ich mich frage, wir können ja versuchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Ach was? Ja, mach ich. Ob wir hier noch Überhang produzieren können, dass wir das Haus quasi in der ersten Ebene größer bauen können. Schauen wir mal. Da müssen wir auch mal gucken, ob das geht. So. Gut, packen wir mal alles rein. Transfer.
Gucken wir einfach nochmal ganz kurz durch, ob ich hier irgendwas an Waffen habe, was geiler ist. Was ich nicht... Leuchtpistole. Die lasse ich mal drin, die Mine packe ich weg. Kleidung, da war nicht so viel Geiles bei, ne? Jo, dann passen wir auf. Wuppen wir alles rein. Die Leuchtpistole. Weiß ich nicht, ob ich die mitnehmen soll. Könnte gut sein, wenn wir Hilfe rufen wollen, aber... Achso, ja, hier habe ich natürlich noch 4 Lederkombis, die können weg. Wir können auch mal eben kochen gehen. Das wäre gar nicht falsch, hier vorne war ja der Kochstand. Ja, wir bauen auch einen Flughafen. Nee, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob man alle Städte ausbauen muss oder ob es reicht, hier diese eine Stadt auszubauen. Das müssen wir auch noch rausfinden. Ich weiß es nicht. Jede Stadt ausbauen wäre mir persönlich zu viel. Die Stadt auszubauen, fände ich gut. So, dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen baftig. Whisky fehlt. Ich kann eine Nudelschale bauen. Klingenkorn, schmutziges Wasser, was macht denn das? TP. Bauen wir eine Nudelschale. 2 XP, ja, nicht so geil. Ja, das ist halt eben die Frage, wie das mit den anderen Städten funktioniert, mit den Handelsrouten, ob man wirklich nur dieses Dorf nachher aufbaut, quasi als sicheren Hafen, Safe Haven des Commonwealths, oder ob das Spiel echt so ist, dass du wirklich die Welt, die Stadt, also quasi den Kontinent wiederbeleben und besiedeln sollst. Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Da komme ich mal auf andere Gedanken. Ich will nur ein bisschen handeln. Nee, ich will nicht handeln. Ja? So. Dann wuppen wir mal den Rest noch rein. Nein, den reinwuppen. Was denn? So, Inventar. Kleidung. Aufbereitetes Wasser. Das heilt. Blut, das macht TP. Das macht Rad, das kann weg, das ist gut, das kann weg, kann weg, das kann weg, das kann behalten werden. Kartoffelchips sind auch vergiftet. Ich würde sterben in der Apokalypse, wenn ich keine Kartoffelchips mehr hätte. Das geht nun gar nicht. Köter, Leguan, leuchtender Pilz. Das nehme ich mit. Das kann weg. Das kann weg. Das behalte ich. Kann weg. Kann weg. Weg. Das behalte ich. Das behalte ich. Kann weg. Todeskrallensteak behalte ich. Zucker kann weg. Perfekt. Gut. Hatte ich jetzt eigentlich noch einen Skillpunkt? Weiß ich gar nicht mehr. Was ist das denn da? Ach, ein Ball. Ich dachte erst, was ist denn das für ein Rollmops? Skillpunkt? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir nochmal ganz kurz. Habe ich noch einen? Ich habe noch einen. Wie habe ich das denn gemacht? Ach, muss ich ja nochmal gucken. Ja, aber wenn es drin ist und auch Spaß macht, lass die, nehme ich das natürlich gerne mit. Oh Gott, ich habe schon Sprachstörungen. Nein, natürlich, dann mache ich das auch gerne. Macht ja auch Spaß, irgendwie so ein bisschen zu bauen, zu gucken, was dann halt passiert.
Im Moment würde ich sagen, ist Fallout auf einem guten Weg. Aber ich erinnere mit warnendem Finger vor Metal Gear. Das sah am Anfang halt auch gut aus und hat dann ganz stark abgebaut. Von daher, lass es uns erst durchspielen. Im Moment so, wie Tendenz könnte für mich auch geiler sein als Witcher, ja, definitiv. Das schon. So, der nächste wäre Level 18. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal, was wir hier skillen können. Hier haben wir Level 9. Du verursachst jetzt 10% mehr Schaden im Kampf. Der taucht öfters auf. Du erhältst jetzt zufällig 5-fache EP. Bin ich dumm. Nur anders. Jetzt erhalte ich 5-fache XP. Wenn das jetzt dann mal bei so einem Questing-Proc, puff, Level up. Alter Schwede. Ja, warum habe ich das eigentlich nicht eher geskillt? Nächsten mit Level 11 kann ich sogar der dritte mal reinskillen. Ne, mit 34. Naja, okay, verstehe. Ja, mal schauen. Der Fremde prockt nicht so. Steht ja auch gelegentlich, aber wir können ja nochmal beim nächsten Mal skillen mit der mysteriöse Fremde taucht öfter auf. Ist ja noch nicht fertig, die Skillung. Das wird ja die Glücksskillung. Da muss man erst ein bisschen Geduld investieren fürs Glück. Und dann kommt das Glück. Sensenmann-Sprint. Ja, ja, gucken wir. Gut. Punkt investiert. Ja. Habe ich noch einen Punkt? Warum blinkt da oben der Punkt? Das verstehe ich gerade nicht. Warum ist der da oben am Blinken? Also hier bei dem Skill, bei blutiger Tod, bei den anderen halt nicht. Da drin war. Hm, verstehe ich nicht, aber egal. Egal. Gut. Dann speichere ich jetzt auch nochmal manuell. Speichern. Überspeichern. Jawohl, ja. Und in diesem Sinne war es das vom Spielerischen. Das schon mal für die YouTuber. Bis zum nächsten Mal.